Servus und grüß dich. Heute zeige ich dir, wie man Fenster wartet und pflegt, damit diese eine lange Lebensdauer haben und gut schließen. Bei der Fensterwartung bzw. Pflege unterscheidet man in zwei Hauptkategorien. Einmal das Einstellen und einmal das Ölen und Fetten. In diesem Video geht es jetzt um das Ölen und Fetten. Wenn du das Fenster einstellen möchtest, habe ich dir hierzu aber auch schon Videos erstellt. Diese findest du unten in der Videobeschreibung. Fangen wir an mit der Gummidichtung am Rahmen und am Fenster. Wir gehen jetzt mal von einem gesäuberten Fenster aus. Also, die Dichtungen sollten sauber sein, damit diese auch das Pflegemittel aufnehmen können. Wir nehmen einen Lappen, der nicht abfärbt, und sprühen etwas Silikonspray drauf und dann wird einfach über alle Dichtungen einmal drüber gefahren. Das gleiche wie bei der Rahmendichtung kannst du auch an der Fensterflügeldichtung machen. Als nächstes solltest du mal alle Schrauben an den Fensterflügel nachziehen. Auch am Fensterrahmen befinden sich Beschläge. Diese sollten ebenso nachgezogen werden, wenn sich diese etwas gelockert haben. Was auch ganz wichtig ist zu begutachten, sind die Entwässerungsschlitze. Diese sorgen dafür, dass Kondenswasser oder gegebenenfalls auch eingedrungenes Regenwasser abläuft. Wenn diese verstopft oder schmutzig sind, reinige diese auf jeden Fall. Als nächstes schauen wir uns mal noch das Fenstergetriebe an, sozusagen das Herz eines Fensters. Diese beweglichen Schließzapfen und alle anderen beweglichen Teile werden jetzt mit so einem Beschlägeölspray benetzt. Auch die vorhandenen Löcher sind dafür da, etwas Öl einzusprühen. Mach immer einen Lappen drunter, damit der Fußboden nicht versaut wird. Auch die Beschläge am Rahmen und die Ecklagenbänder können benetzt werden. Jetzt kann der Fenstergriff beim geöffneten Fensterflügel hin und her bewegt werden. Dann schließen wir wieder den Fensterflügel und bewegen auch hier wieder den Fenstergriff in verschiedene Positionen, damit sich das Öl überall schön verteilen kann. Zum Schluss kannst du noch schauen, ob der Fenstergriff etwas wackelt. Wackelt er etwas, dann entferne mit etwas Anheben und Drehen die Abdeckblende und ziehe die zwei Schrauben wieder fest. Dann sind wir aber auch schon wieder am Ende mit diesem Video. Wenn dir mein Video helfen konnte oder hat dir in irgendeiner Weise gefallen, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonniere und teile meinen Kanal und sei auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sag Tschüss, bis bald beim Küchenkönig, dein Tobias.